Hallo liebe Orakelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Weekend-Orakel für Samstag, Sonntag, den 18. und 19. März. Wir blicken in unsere, in eure fünf Entwicklungsschritte mit Zigeunerkarten, mit Crowley Tarot, Schaunen, Symbolo und Orakel für den blinden Fleck und starten jetzt mit der Grundüberschrift aus dem Orakel der himmlischen Helfer und mit den Symbolkraft und der Setzern. Also von Vera Fengler aus Berlin. Los geht's mit Soundpulsen für mein Kollektiv für dieses Weekend. Was erwartet uns? Wir starten mit der Information Ehe. Es geht um eure Ehe, es geht um eine wichtige Verbindung, Partnerschaft auf Seelenebene. Freundschaften sind angesprochen und wir haben hier die heilige Katharina von Alexandria. Was ist noch von Bedeutung? Sei mutig. Also seid mutig in euren Verbindungen. Eure Schutzengel werden euch hier begleiten. Und jetzt bitte noch zwei zusätzliche Impulse. Einmal haben wir die Öffnung deines Erdbasischakra. Ja. Hier geht es um euer Wurzelchakra, um euer Basischakra, das heilen darf. Es geht um die Fülle, es geht um Erdung. Und wir haben die Hingabe, sich dem Fluss des Lebens hingeben. Ja. Sehr wichtige Entwicklungsschritte und wir schauen das jetzt alles noch detaillierter mit den Zigeunerkarten an. Bitte um 5 Impulse, liebes Universum, für mein Kollektiv, für das aktuelle Wochenende. Was wird wichtig? Was darf ich meinen Zuschauern mit auf den Weg geben? Los geht's in die erste Runde. Ups. Wir starten mit der ersten Position. Der erste Entwicklungsschritt lautet der Richter. Hier habt ihr es vielleicht mit juristischen Personen zu tun, wenn nicht, geht es um wichtige Ausgleichsthemen. Also was darf in Ausgleich kommen, was darf in Balance zurückkehren, die Waagschalen dürfen in Ausgleich kommen, das Geben und Nehmen ist wichtig. Ist das im Ausgleich in eurem Leben, ja oder nein? Dann haben wir die Liebe. Ja? Euer Liebesleben ist in diesem Kontext großes Hauptthema oder die Berufung. Auch diese Karte kann auch dafür stehen. Ja? Ausgleich im Liebesleben, Balance im Liebesleben, Aufgabe der Hingabe in der Verbindung und mutig sein und euch in euch selbst verwurzeln ist hier ein wichtiges Thema. Der nächste Schritt ist die Krankheit. Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf die Klärungskarte, die Krankheit und der Richter blicken in die Vergangenheit. Vielleicht ist etwas außer Balance geraten, das euch jetzt regelrecht prüft. Vielleicht habt ihr es mit bestimmten körperlichen Symptomen zu tun, vielleicht zeigen sich die Symptome aber auch auf Seelenebene, sprich Psyche. Vielleicht sind es eure Themen, vielleicht die eures Gegenübers. Die nächste Entwicklung ist das Kind. Ja, hier geht es möglicherweise um einen Neubeginn, darum, wie ihr euch in der Kindheit gelernt habt zu verbinden. Es geht möglicherweise um Bindungsmuster, die dürfen heilen, wenn es kranke Bindungsmuster sind. Ja, wenn ihr in toxischen Umfeldern aufgewachsen seid, kann die Harmonie nicht stattgefunden haben und die Liebe blickt in die Zukunft, also nach vorne gerichtet. Nicht in die Vergangenheit, liebe Leute. Ja? Hier kann es auch um eure Kinder gehen. Wie steht es um eure Kinder? Welche Verbindungen haben eure Kinder? Sind eure Kinder mutig? Geht es euren Kindern momentan vielleicht nicht so gut? Könnte ihnen Hilfe, könnte ihnen Stütze sein? Oder wie gesagt, es geht um euer eigenes inneres Kind. Möglicherweise kann es auch um ein Berufsbild mit Kindern gehen. Der nächste Entwicklungsschritt ist die Fröhlichkeit. Also, geht in die Leichtigkeit, geht in die Lebensfreude. Hier wollen Feste gefeiert werden, vielleicht sogar mit euren Kindern, vielleicht wegen eines Neustarts.
Es kann für neues Verliebtsein stehen. Es ist die Karte der Fröhlichkeit, abgebildet mit zwei Menschen. Kann auch immer für Feierlichkeit entstehen. Ja? Jetzt gehen wir in die nächste Runde und holen uns Klärungskarten zu den bereits ausgelegten Karten. Weitere 5 Impulse bitte. Und los geht's. Die erste Position beim Richter, da haben wir den Prinz der Kelche. Ist offensichtlich euer Gefühlsleben, eure Emotionen sind hier sehr turbulent, aufwühlend. Es geht hier möglicherweise auch um einen Liebhaber, Wasserzeichen geborene, Krebs, Skorpion und Fische sind hier eine Möglichkeit. Also bringt hier euer Gefühlsleben in Balance. Sehr, sehr essentiell. Bei der Liebe haben wir die Prinzessin der Stäbe. Hier haben wir möglicherweise eine jüngere männliche Person, hier eine jüngere weibliche Person, aber auch, weil wir die Überschrift sein mutig hatten, diese Karte spricht denselben Text. Möglicher Hinweis auf Feuerzeichen wieder Löwe, Schütze, also mutig in Sachen Liebe, mutig in Sachen Berufung voranschreiten. Bei der Krankheit haben wir die 10 der Stäbe, hier geht es um unterdrückte Gefühle. Eures Gegenübers, das wisst ihr selbst am besten. Ja? Hier ist es sehr wichtig, diese zwei bleiernen Stäbe zu lösen und euren Gefühlen Ausdruck zu schenken. Ansonsten findet ihr hier vielleicht bestimmte körperliche Symptome wieder, die euch das aufzeigen wollen. Ja? Der Körper spricht mit uns, wenn wir auf unsere Seele nicht hören. Beim Kind haben wir das Äon, das jüngste Gericht. Also hier switcht eine Situation von so auf so. Ja? Hier könnte es sein, dass ihr in der Nacht bestimmte Botschaften erhaltet, Eingebungen, intuitive Eingebungen erhaltet. Hört sie euch an. Göttin Nut beschützt euch. Hier geht es auch möglicherweise um Löwegeborene und wir haben hier auch den Hinweis auf neue Projekte mit dem Kind, Neustart. Neue Projekte in eine neue Richtung. Die letzte Karte ist der Mond, eine nächste große Arkana, so wie das jüngste Gericht mit der 20. Beim Mond haben wir die 18, möglicher Hinweis auf Fischegeborene. Hier kann es auch sein, dass ihr zwischen zwei Optionen wählen dürft oder müsst und ihr wisst nicht, für welche Seite ihr euch entscheiden sollt. Vielleicht fühlt ihr euch, als ob ihr zwischen zwei Stühlen sitzen würdet. Hier geht es auch sehr stark um Intuition oder Angst. Also Lebensfreude darf hier hochgelobt, hochgefeiert werden. Lasst die Tage nicht zu düster werden. Der Mond, weil ich gerade das Wort Tage erwähnt habe, kann auch für die Nachtstunden stehen. Ja? Feierlichkeiten in den Nachtstunden oder vielleicht werden sogar neue Projekte gefeiert und ihr wisst hier vielleicht noch nicht ganz, welche neuen Wege ihr beschreiten sollt oder wie das Ganze aussieht. Wie versprochen gehen wir jetzt zu guter Letzt zum blinden Fleck aus dem Symbolon-Orakel, meine Lieben. Was darf ich euch hier noch mit auf den Weg geben für das aktuelle Wochenende? Wir haben hier den Garten der Geister. Ja? Hier geht es um wichtige Loslösung, um eine Vorsichtsmeldung. Verrennt euch nicht zu stark in eure Traumwelt und verliert somit nicht den Boden unter den Füßen. Wir haben hier nämlich die Erdung, das Wurzelchakra, das Basischakra. Hier geht es auch um die materielle Welt. Seid ihr zu stark in der materiellen Welt und habt ihr den Himmel vergessen? Oder seid ihr zu stark in den himmlischen Gefilden und habt den Boden unter den Füßen verloren? Hier geht es auch um Loslösung möglicherweise von Themen, wo man zu stark an der Materie haftet, wo man Materielles loslassen darf, wo man dem vielleicht nicht zu große Wichtigkeit schenkt oder umgekehrt, wie ich es vorhin erwähnt habe. Ja? Also es geht hier auch sehr stark um Verwurzelung und wo seid ihr zu Hause, wo fühlt ihr euch zu Hause?
Mit dieser Karte hat man häufig nämlich als Kind keine Wurzeln mit ins Leben bekommen. Also wir haben ja bis zum Lebensende die Möglichkeit, bei uns, sprich in uns selbst, abzukommen. Sehr philosophisches Ende. Mit diesen Impulsen wünsche ich euch ein zauberhaftes Weekend. Für persönliche Legungen und Fragen und Infos findet ihr wie immer alles unten in der Box. Und danke für eure Likes, Abos und Kommentare. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Reading mit euch. Bye bye.